Eigentlich würde ich sie jetzt gerne töten, damit ich einfach den Kill so machen kann, aber. Komm doch auch da! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ist das dein Ernst? Einfach durchhalten, halt durch! Also. Genau. Falsch. Ja, wahrscheinlich! Wow. Don't let them sink this shit. Ich sag dazu erstmal gar nichts. Nee. Ist auch besser so. Bist du durch meine Feuergranate gestorben? Nein. Ah, dann ist ja gut. Dann habe ich ja gar nichts damit zu tun gehabt. Der Typ, ne, sag ich ja, man unterschätzt die Bots. Die geben dir einfach so die Headshots, ne? Unwahrscheinlich. Da seht ihr, Leute. Da seht ihr es. Meine Güte. Wie krass das manchmal ist, dass die einfach einem so heftig geben, ne? Wo du schon eine scheiß Negative hast, geben die dir trotzdem. Hat derselbe Typ mich getötet, der dich getötet hat? Kann sein. Bill hieß der, glaube ich. Nee, mich hat jemand mit einer Schrotflinte gekillt. Ja, mich auch. Warte, hier steht. Was passiert da? Okay. Vor dem Kreuzfeuer war der letzte Typ. Mann, wir hätten das First Try schaffen können. Hätte man machen können, aber haben wir nicht gemacht. Aber du zu scheiße warst. Du warst zu scheiße, du bist auch gestorben. Du wirst eher gestorben sogar. Was soll ich dann alleine machen? Hätten wir jetzt einfach einen killen können. 1 gegen 5, ja, die waren aber alle da. Was hätte ich machen sollen? Ist doch unglaublich. Jetzt guck mal, jetzt haben wir schon 5 wieder geholt von 15. Die kommen hier bei mir. Da hat er mir einfach einen Headshot um die Ecke gegeben. Um die Ecke? Wie geht das denn? Ja, er ist um die Ecke gegangen und hat mir. Hier ist noch ein Gegner. So, jetzt schaffen wir es. Sagt der und verreckt, glaube ich, trotzdem gleich. Okay, wenn du das callst, dann bin ich sehr gespannt, ob du es auch durchziehst jetzt. Weil jetzt haben die Waffen und weil wenn die wirklich anfangen Waffen zu haben, also in der dritten Runde fängt es meistens an, ist ja jetzt gerade die dritte Runde, ficken die. Ja gut, aber ich sag mal so, wenn wir es vorhin schon so gemacht hätten, also wenn einer nicht durch meine Feuer von hinten. Wo war das? Okay. Also, ne, die Bots sind kacke. Wir müssen irgendwie passiv spielen. Ach wirklich? Nee. Hätte ich. Wir rennen einfach aus dem Spot und uns selbst. Aber Mann, wie guck mal, wie scheiße das ist. Jetzt kam die von hinten. Ich kann mich gar nicht so schnell umdrehen mit den Negev. Weil wenn alle kommen, du, wo warst du denn eigentlich? Du hättest eigentlich eine Position. Ich stand hier. Ja, aber von da ist ja klar. Wenn die Bombe lag doch da. Wie kannst du, warum guckst du denn da? Muss halt immer gucken, wo die Bombe liegt, weil da kommen die meistens dann her. Weil das Problem ist einfach. Ich meine, ich stand ja extra so, um da hinzugucken, aber wenn die von da kommen, es muss so gucken, dass man jede Richtung abchecken kann. Du konntest ja nur ein Loch abchecken, weißt du? Ich konnte ja mehrere abchecken. Weil von der falschen Richtung. Das war blöd von dir gemacht. Was? Wir haben schlecht abgesprochen. Ja, ich habe gerade gar nicht zugehört. Ja, dann guck dir das nochmal im Video an, weißt du es. Ey. Schieß gerne mein ganzes Magazin auf dich, habe ich gar kein Problem mit. Also ganzes Negative Magazin knallt schon ordentlich rein, ne? Aber verzieht aber auch richtig eklig. Von rechts. Ey. Er sagt auch halt nie was, wenn er Gegner gesehen hat, ne? Er tötet sie einfach. Jetzt könntest du mal sagen, dass hier jemand ist, ne? Nee, ich habe einfach durchgehalten. Mhm. Da steht No Smoking, ne? Aber guck mal, was ich jetzt mache. Smoke, wow. Und da steht No Smoke. Wow. Ja, krass, ne? Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Der war so schön. Der war voll gut, ja. Nein. Doch, war der. Der war nicht gut. Leute, war der gut? Schreibt's in die Kommentare. Alter, hier ist eine 88, Alter, 88. Du weißt, was das bedeutet. Boah. Oh, Achtung mal. Alter, die ist voll gut geflogen! Zu sein. Hä?
Ich versuche witzig zu sein, ey. Ich versuche das gar nicht. Ich bin es einfach. Nein. Die Granate ist aber echt gut geflogen gerade. Okay, die sind da. Also, die haben mich getroffen, aber ich die nicht. Hä, wie ist der da durchgerannt? Ja, nice. Ich frag mich, wie die da durchrennen, obwohl wir da komplett reinschießen, aber gut. 15.000 Punkte. Noch eine Mission. Noch eine Mission. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon den Rahmen des Videos sprengt. Ach. Aber... Kannst ja auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Als ob. Ja, dann komm, noch eine Mission. Wenn nicht, dann schneide ich das in zwei Parts einfach, Leute. Also wenn das jetzt schon, ne, dann ist schon zwei Parts. Teil 1, Teil 2. Von Hydra-Mission. Okay, dann knall die schnell rein jetzt hier. Wollen wir 15 Kills mit Dual-Berettas? Ja, Dual-Beretta hört sich gut an. Ich wusste gar nicht, dass du so einfach noch gar nicht gemacht hättest. So billige Mission, ey. Oh, also, das ja? Sind die Kinder vom Präsident egal. Oh ja, die Kinder. Ah ja, Präsident egal. Ich wahrscheinlich will nicht checken, was Präsident egal ist, aber müsst ihr auch gar nicht. Er ist ein Insider. Ist genau, Mutter Revolver und Präsident egal haben zwei Kinder gemacht und die heißen Dual Berettas. Ja. Und sind zufällig eine Waffe in diesem Spiel auch. Boah, den musst du nicht erklären. Ich erkläre den aber. Damit rechnet halt keiner, dass ich den erkläre. Das ist so. Übrigens wusstest du auch, wenn ein Gegner im Wettkampfmodus keinen Helm trägt, wird er mit den meisten Waffen schon nach einem Geschuss in den Kopf sterben. Ein, in Anführungszeichen, was? Kopfschuss. Tiefes Wasser verringert ihre Geschwindigkeit und verursacht eine Menge Lärm. Vermeiden Sie Wasser, soweit es geht. Weißt du, die meisten Maps haben gar kein Wasser, aber okay. Danke für den Tipp, Spiel. Das Spiel gibt einem immer so richtig klasse Tipps, also. Das Wechseln zu ihrer Pistole ist schneller als Nachladen. In einem Feuergefecht kann dies Ihnen einen Vorteil verschaffen. Dankeschön. Das steht zum Beispiel auch, dass... Da steht doch was über diese ganzen Sicherheits, also über die ganzen geheimen. Also die ganzen, ne? Die ganzen Spezialeinheiten. Spezialeinheiten. Genau. Zum Beispiel das GSG 9 oder so. GSG 9, SAS, GGN, FBI. CIA. Navy SEALs. ESK ist ein Geheimdienst, kein Spezial. SEK. ZDF, ARD. Das sind Sender. XXX, YouTube. XXX ist was ganz anderes. Ja, das ist, damit wird immer Alkohol beschrieben oder was anderes. Was, hey. Was hast du denn für komische Bewegung drauf? Tanz mal, mach mal so einen Tanz. Lalalala. Warte. Das ist ein Stepptanz, ja. Du brauchst nicht knifen, aber egal. Warte, ich weiß, wie wir den letzten knifen. Nein, du hättest ihn fünfmal anmessen müssen. Fünfmal? Du kannst nur einen, du Gag. Kannst du mir ein Tool kaufen? Ist das dein Ernst gerade? Ja. Schnell. Oh. Ich hab alle getötet, ne, du gar keinen. Hübscher Skin. Ja. Muss dazu sagen. Welche Condition? FN, glaube ich, oder Minimal Wear. Die sind royal, royale Konsorten. Upsala. Ich bin fast tot, ne? Ja, komm zurück. Ha, ich hab den getötet! Kuckuck. Wobei. Ich glaub, der ist Mitte. Nee. Hey, warum ist die Bombe so weit weg einfach? Wo bist du? Ich weiß, wo er ist auf der Brücke. Das ist meiner. Lass mir den. Ey, geh nicht zu dem jetzt hin! Ja, nicht, dass er sich noch selbst killt. Der macht er nicht, wenn du dich angeschaut. Ja. Das macht er nicht, das bringt er nicht. Siehst du, hat er nicht gebracht. Ist das ein Pinkskin oder? Guck doch mal, wenn du die Waffen switcht, hast du doch rechts über so eine Farbe. Nee.
Doch. Steht nur von Royal Concerts von dir. Ja, aber da steht doch die Farbe. Also das ist doch, das schimmert doch so in Pink, also in Purple. Nee, schimmert das in Weiß. Ja, es ist aber Purple. Ich glaube, die Royal Concerts haben gar keinen besseren Skin, die Dual Verators. Ich glaube, der beste Skin ist ein... Doch, die haben inzwischen einen neuen Pink Skin. In ein der Pink Spectrum. Skin? Oder in der Hydra ist ein Pink Skin. Ein Pink Skin? Ich muss den haben. Wahrscheinlich. Alter, geh weg, da ist eine Granate geweckt. Platz. Boah, ist die sogar, wenn du... sogar wenn du sterben würdest. Alter, von über, von allen Seiten hauen die einen kaputt. Ich bin down. Einer hat minus. Geh den erstmal. Well, stay focused. We have a war to win. Also das denn, Alter, der hat mich ja übelst überrascht. Der hatte wirklich einen Leifen, glaube ich sogar. Planted. Ja, der plantet in der Smoke. Kann wirklich sein, ne? Aber der die Bombe liegt da. Nein, du hast den. Aus. Jetzt on spot. Alter, was? Du bist so doof. Hä, warum? Ey, der... Ich hab den doch getroffen. This is a populated area. Keep nicht verkaufen. Ey, Leute, was war das? Hat der Aimbot, hast du gesehen, wie der rübergeflickt hat? Mit der scheiß, Schrot, Ich hab ja auch genau gesehen, wo der war, aber ich hab halt, musste nachladen. Nein, ich musste nicht nachladen, aber ich hab ja auf den geschossen, ich hab ja genau dahin geschossen. Aber der hat so übelst rübergeflickt, Wir kommen raus. Der hat rübergeflickt und mich gefickt! Okay, ich bin low. Ich bin nicht nur low, ich bin sogar tot. Der ist zurückgegangen. Ey, der wird dich auch wegflicken, ich sag's dir. Bitte, bitte stirb einfach. Ich will das so feiern einfach. Bitte, bitte stirb, bitte. Oh Mann, du lebst ja immer noch. Komm jetzt, komm, geh rein da. Oh Mann, der hat es geschafft, Leute. Gibt auf jeden Fall ihm Dislike. Dass du sowas nicht gönnst, ne? Nee, das hab ich dir echt nicht gegönnt, Alter. Wirklich nicht. Also ich gönn dir ja einige Sachen. Ich hab dir deine Poseidon gegönnt. Alter, ich gönn dir ja sogar die Dragon Lore, wenn du die ziehen würdest. Aber ich fand das gerade so gut, wenn du das nicht geschafft hast. Ich drück mal die ganze Zeit R und F. Das sieht aus, als würde er irgendwie tanzen mit den Armen. Richtig. Mit dem Revolver sieht das cool aus. Ach man, warum? Okay, jetzt, ich hätte dir jetzt gegönnt, dass du überlebst. Ich bin eigentlich voll der Gönner, Leute. Ich bin übertrieben der Gönner. Nur manchmal ist man halt gerne so ein bisschen gemein. Aber ihr kennt ihr bestimmt, ne? Also ich bin der Letzte, der jemanden nicht gönnt, oder? Oder was sagst du dazu? Komm eh wieder im Haus, oder? Was sagst du dazu? Bin ich gönnig oder gönne ich nicht so? Eher nicht. Aua, falsche Antwort. Hier kommt Haus. Alter, das war aber eine nice Aktion, Alter. Letzten Kill. Okay, der ist aus. Ja. Phoenix are dead. Jetzt kommt der, jetzt kommt die Lore, Leute, die Lore. Alter, 15, aber nicht die neue, ne? Alter, aber Hotshot, dieses... 3 Sterne. 3 Sterne, schön, noch 2 Sterne, dann bist du der Uprank. Das ist eine silberne Medaille. Ich habe erst gedacht, das wäre die 5-7, die neue aus der neuen Kiste, also. Die sind gar nicht so schlecht. Die sind echt gut, vor allem mit dem Grün da unten, ist ja cool, ey. Passt irgendwie zum Hydra. Passt zu Hydra auf jeden Fall, eigentlich, von der Farbe her. Oh, die ist richtig abgeranzt. Zeig mal, ich will die mal sehen jetzt. Abgenutzt. Na, okay, das ist ätzend. Ich schau mir die auch mal an jetzt. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's. Hier so fast schon. Ich schau mir jetzt eben noch seinen Drop an, Leute. Live-Drop im Video. Nice. Ich schau mir das noch eben kurz an. Da ist sie. So. Ah, die hat ziemlich wenig Farbe, ne? Ja, da unten total ranzig. Aber dieses Grün, diese, also wenn die FN wäre, wäre die ja cool, ey. Wenn die so, diese mit dem Grün, das passt. Ich meine, wie viel die in FN wert ist. Wahrscheinlich nicht so viel.
Boah, die ist aber übelst, die ist ja mega schlecht schon. Und die ist 2 Euro oder so. 80 Cent. Aber gut. Leute, das war's dann hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, diese Art von Video. Schreibt auf jeden Fall ein nettes Kommentar, so wie ihr das findet und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Video. Ciao, Leute. Und der Kunobuno hat das letzte Wort. Tschüss.